Hier oben scheint es ja nichts zu geben, also gehen wir mal runter, ne? Ah ja. Müsste halten. Und wo soll ich hin? Na, probieren wir's. Ah! Wir seilen uns ab. Ah, sehr cool. Okay, komm runter. Komm. Na klar, der springt gleich runter. Das Landen ist schmerzhafter, als ich in Erinnerung hatte. Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Oh. Ich habe Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Was, Zeichnung? Hängen die am Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Hängen die am Kühlschrank. So. Ich nehme an, wir müssen da hoch. Da hast du irgendwas. Ne, das war nur die Lichtreflexion. Hier ist nichts zum Hochklettern. Richtig. Aber mal so gar nichts. Und nur? Maestro? Schöne Aussicht, aber das war's dann auch. Wie geht's denn jetzt hier? Wir müssen da hoch. Kommen wir hier irgendwie hoch? Das sieht ja schon mal gut aus. Da oben kann man hochklettern. Kann man hier muss doch irgendwo was sein, wo wir uns hier schön mit unserer hier Kralle irgendwie. Da kann man doch hochklettern. Mann, sag doch was. So, das sieht doch gut aus. Und wo geht's jetzt weiter? Jetzt schwingen wir uns da drüben. Wow, wow. Das sag ich doch. Und halten uns da fest. Genau. So war der Plan, so hat's auch funktioniert. So, und jetzt können wir hier drüben weiterklettern, nehme ich an. Wow, genau. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Quatsch, das sieht gut aus. Wow. Mist! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Okay, und hepp. Ah, okay. Wow, was ein Blick. Leute, guckt's euch an, hey. Das ist ja irre. Da unten jetzt so ein Bötchen liegen haben. In Ordnung. Oh, hier geht's aber tief runter. Hier geht's nicht. Hier ist doch weiße Farbe, oder? Na, ja, geht aber nicht weiter. Wäre übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. So, einmal hoch. Wie schön mit den Smoking-Schuhen, ne? Okay, danke. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja. Jetzt können wir Bräute aufreißen da drin. Los geht's. Okay. Ist klar bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Wie 400 Millionen Scheine. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Sally?
Weißt du, was ich an Ganoven-Party so mag? Was denn? Niemand juckt's, wenn du drinnen eine qualmst. Lang ist's her. Ja, zu lange. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz was, wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht. Und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht dran. Scusati, Signore. Antipasti? Hi. Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ciao. Hey, konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird klappen. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay, mir nach. Wir gehen durch den Keller. Naja, klingt nach einem super Plan. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am Veganen. Ehrlich? Du glaubst aber auch an das Bier. Nein. Der Sully ist auch so stark. Liegt bestimmt am veganen Leben. Wirklich? Oh, Himmel, nein. So, wo müssen wir denn eigentlich hin? Erstmal ein bisschen frische Luft schnappen. Da steht einer. Können wir den da über die Brüstung schmeißen? Okay. Da sitzen sie, die Jungs. Mit den Weibern. Im Schoß. So. Muss ich hier lang? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh. Ich dachte, mein Französisch oder zumindest mein französischer Akzent ganz gut war. Rossi anwesend, Auktion. Die Auktion beginnt pünktlich um 19 Uhr. Ja, alle Gebote sind binden, alle Zahlungen müssen bis Mitternacht getätigt werden. Da ist bestimmt auch unsere Terrakotta-Bogenschützen. 3 Millionen Schätze der. Okay. Nachlass von Sir Nicholas Trott. Hältst du das Kruzifix mit Gold und Silber? Ist das nicht das? 20.000. Anfangsgebot. Naja, egal. Wo müssen wir denn hin? Da unten ist die Auktion. Ich gehe mal davon aus, der Sicherungskasten ist irgendwo oben, oder? Komme ich hier rein? Komme ich nicht rein? So ein Mist. Aber die Halle ist immer schick. Ah. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Verzeih mir. Na,
Okay, da müssen wir rein. Da wären wir. Okay, dann mal los. Na, natürlich. Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Ach Gott, jetzt müssen wir auch noch beklauen, ne? Was geht denn ab? Naja, gut, er lehnt sich halt auch passend hier dran. L2? Nein, bleib doch stehen, du Knetkopf. Das ist gar nicht so einfach. Och, Mann! Bleib doch mal stehen, du Held. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Shit. Brauchst du Wegweiser? Okay. Wie wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu, okay? Ja, gut. Los. Finde ich auch einen super Plan. Genauso setzen wir das auch um. Ja, komm, dann lenk mal ab. Ich folge dir unauffällig. Darf ich mal? Dankeschön. Jetzt aber, komm. Also, geht doch. Läuft doch. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Okay. Na gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Okay, was macht er jetzt? Stellt sich da erstmal hin und quarzt dir schön seine Zigarre. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so viel am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfel. Nicht weglaufen. Hui, ein Rasse-Vibe. Nate, war das mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Armee? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein.
Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Okay, wir legen los. Wir müssen rausfinden, wo sich die Kellner aufhalten. Am besten locken wir einen aus der Küche. Dann lass uns die Küche suchen. Na, hier ist es schon mal nicht. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. So, ist da die Küche? Oh, da sitzen die. Mist. Siehst du einen Kellner da drin? Nein, nur schwer bewaffnete Schläger. Die Privatarmee. Also weiter geht's. Hier runter. Was zum Henker ist das? Das Tor war nicht auf den Bauplänen. Ja, super. Abgeschlossen. Klar. Okay. Plan B. Ich sag mal, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Es ist zu. So, wo ist denn hier Plan B? Ah, hier sieht's nach Plan B aus. Na, geht doch. Okay. Ein Riesenfass von 2013. Und jetzt? Da oben sind Lüftungsschächte. Ah. Schau dir das mal an. Was soll ich mir anschauen? Eine Tür. Na bitte. Es wäre der Licht. Ui. Oder auch nicht. Das ist kein Liter. Ja, das geht auch. Hat schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Was haben wir denn hier? Ein Rad zum Auftrinken kann man nichts machen. Was ist denn das hier? Weinkeller oder wie? Sackgasse. Oder kein. Da war doch nur so. Vielleicht ist der Zugang hinter den Fässern. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Ja, irgendwie muss ich da wohl an die. Ah ja, ah ja, okay. Okay. Das fass einmal hier hin. Was haben wir hier? Eine Tür. Mhm. Ah ne, hier geht's weiter. Ne, da sind wir wieder bei dem Fass. Oh Mann. Sorgen machen, weil Vector Nadine Ross anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Er kann sich aus allem herausreden. So, wenn wir das zurückschieben und dann? Gut gemacht. Und jetzt? Das war doch genauso schlau wie vorher, oder? Ah ne, jetzt kommen wir an dem Fass vorbei. Ah ja. Okay, jetzt wieder nach hinten. Hier lang. Und dann hier durch. Hier entlang. Okay, das können wir nicht wegschieben. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Yep, da finden wir was zum Draufklettern. Yep. Ich hätte hier ein super Holzfass. Okay, du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. Und warum? Weil er's kann. So, einmal aufs Fass. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Enger als es aussah, was? Und staubiger. Okay. Einmal da lang. Verdammt.
Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Il Latzkopf hat auch noch meine Größe. Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali. Dann sollten wir uns vielleicht einen schnappen, oder? Wenn die da schon rumlaufen. Non capirebbe la differenza. La differenza. So. Was ist hier? Nur eine Tür. Okay. Hier geht's weiter. Oder auch nicht. Wo ist er denn jetzt wieder? Ah, hier. Okay. Die gucken bestimmt Fußball. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Na dann, weiter geht's. Da. Siehst du das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Egal. Das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne?